Wunderbare Musik aus Niederösterreich, tolle Projekte und viel weihnachtliche Stimmung, das haben wir jetzt für Sie vorbereitet. Den Anfang macht gleich einmal Stefan Gössinger aus dem Weinviertel mit Das Beste. Wir kaufen stärkere Autos, drin sitzen wir dann ganz allein. Wir bauen prunkvolle Häuser und können uns nicht dran erfreuen. Wir schaffen uns ein Netzwerk, bilden Seilschaften rund um die Welt. Doch verklagen wir unseren Nachbarn, weil uns sein Gartenzaun nicht gefällt. Ich glaube an das Gute und an den Verstand auf der Welt. Ich weiß, dass für jeden Menschen Zufriedenheit viel zählt. Doch ist es leider oft so, dass uns der Blick für das Ganze fehlt und jeder für sich selbst das Schönste, aber nicht das Beste für uns alle wählt. Wir leben in Frieden und Wohlstand und jammern, wir sind so arm. Beklagen soziale Kälte, doch in den Wohnzimmern ist es warm. Früher war alles besser, wohin soll die Zeit uns führen? Es genügt nicht, sich nur zu bedienen, wir müssen uns unsere Zukunft verdienen. Ich glaube an das Gute und an den Verstand auf der Welt. Ich weiß, dass für jeden Menschen Zufriedenheit viel zählt. Doch ist es leider oft so, dass uns der Blick für das Ganze fehlt. Jeder für sich selbst das Schönste, aber nicht das Beste für uns alle wählt. Ich glaube an das Gute und an den Verstand auf der Welt. Ich weiß, dass für jeden Menschen Zufriedenheit viel zählt. Ist es leider oft so, dass uns der Blick für das Ganze fehlt und jeder für sich selbst das Schönste, aber nicht das Beste für uns alle wählt. Ich weiß, dass für jeden Menschen Zufriedenheit sehr viel zählt. Ist es leider oft so, dass uns der Blick für das Ganze fehlt und jeder für sich selbst das Schönste, aber nicht das Beste für uns alle wählt. Gössinger, begleitet von Bernhard Grinner und Christoph Schuster. Vielen, vielen Dank. Stefan Gössinger, das Beste ist es auch auf der neuen CD? Das Beste ist ein Lied auf der neuen CD, genau. Die heißt ja, man gewinnt nicht in der Ecken. Richtig. Was bedeutet das? Bedeutet einfach das, dass man ein bisschen was tun muss zu seinem Lebensglück. Das heißt, man muss sich aus dieser Komfortecke herausbewegen und im Prinzip ein bisschen tätig werden. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Motto von Licht ins Dunkel, dass man was tut. Absolut. Tätig wird. Ne? Ich nutze die Gelegenheit, sage auch Dankeschön an alle Künstler, die bei uns sind, denn niemand kriegt eine Gage bei Licht ins Dunkel, nicht einmal Kilometergeld. Danke fürs Kommen. Bitte gerne. Eine Frage natürlich auch, du hast zwei Kinder, 11 und 13 Jahre alt. Richtig. Hören die Musik von Papa? Die hören die Musik von Papa gerne. Die können die Texte meistens schon vor mir auswendig, weil die in der Entstehungsphase meistens ein bisschen eingebunden werden, weil die Kinder sind ja ehrliche Kritiker.
deswegen spielt man denen die Lieder schon vorher vor und die Texte und die sagen nachher schon immer vorher, Papa, ich weiß nicht, das geht sich nicht so aus. Aber die sind da ganz fit und die hören gern meine Lieder. Ja. Mhm. Um dem Papa einen Gefallen zu tun? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht hinterfragt, möglicherweise. Ja. Noch kurz, welche Beziehung hast du zu Licht ins Dunkel? Licht ins Dunkel ist für mich 45 Jahre, ich bin ein bisschen jünger, wenn ich nicht so ausschaue und das verfolgt mich im Prinzip mein Leben lang schon. Es ist irgendwie so eine Zeit im Dezember zum Kalibrieren. Also es ist irgendwie, wo sind wirklich die Probleme? Also wenn jetzt der Handy-Akku ausgeht und man kein Ladegerät hat, ist es ja, wenn man nicht gerade in einer Gletscherspalten gefallen ist, kein Problem. Das ist nur unangenehm. Aber wo liegen die Probleme im Land und darauf aufmerksam zu machen, das ist im Prinzip fast eine kleine Nebenbei-Bildung immer im Dezember seit meiner Kindheit. Stefan Gössinger, werden wir noch mehr später hören. Jetzt hat Nadja einen treuen Gast mit einem großen Backerl.